Gott, wo ist denn die Hitbox, um es anzuklicken? Muss ich es um den Controller machen, kurz? Wahrscheinlich. Mit A? Och komm. Nee, auch das funktioniert nicht. Selbst mit dem Controller kriege ich das nicht weg. Weiter nach oben, aber auch nicht. LOL. Fuck. Es sei denn, das ist auch, auch wieder so ein Rätsel. Ich kann es wirklich nicht mehr schieben. Oh nö. Ich sag bloß, man kann die Dinger nur einmal schieben. Okay. Wir gehen einfach mal weiter. Funktionieren tut es auf jeden Fall jetzt nicht. Vorteil aus Leder. Vorderteil aus Leder, sorry. Nicht Vorteil. Mal schauen, vielleicht haben wir ja noch Glück und finden irgendwas, was uns einen Tipp gibt auf das Rätsel, was da oben ist. Wenn es überhaupt ein Rätsel ist oder das ist einfach nur. Oh Gott. Random Teleporter. Nochmal grüne Farbe und Salz bekommen. Hey, Random Teleporter sind schon krass. Was haben wir denn hier? Was ist denn mein Questziel? Ich bin doch da. Ach, okay. Oh, jetzt habe ich es gecheckt vor Sonnenaufgang. Ja, jetzt haben wir Tag. Hier oben. Ja, das wird jetzt ewig dauern. Gucken wir uns erstmal um. Das heißt, bei Nacht kommen die tatsächlich erst. Also macht es doch Sinn. Finde ich gut. Also wenn es tatsächlich auch heißt vor Sonnenaufgang und es wäre halt automatisch Nacht hier drin, wäre es halt schon derbe langweilig. So weiß man, okay. Ich muss bei Tag hier sein. Bei Nacht, sorry. Bei Nacht hier sein. Und dann habe ich meine Gegner. Alter. Schon wieder random Teleporter. Ich will nur die Kiste haben hier. Die kleine, langweilige. Eine Jademaske. Oh, ist das ein Ausrüstungsgegenstand? Tatsache. Erdangriff 1. Oh, Erdangriff. Boah, komm. Wollen wir das. Wollen wir das mal reinnehmen? Verkaufen. Das Ding behalten wir. Kurz safen. Okay, wir haben alles jetzt hier erkundet. Auf dieser Map. Einen einzigen Gegner gibt es jetzt noch. Ja. Würde ich sagen, laufen wir ein bisschen rum. Warten, bis es irgendwann Nacht wird. Wird das wahrscheinlich eine Zeit lang dauern. Das ist der Teleporter. Das ist die Bombe da. Oh shit. Da ist er. Ja. Das waren jetzt alle Gegner. Wie gesagt, wir müssen halt leider warten, bis es Nacht wird. Das ist ärgerlich. Dann kann man mal Sachen kaputt machen. Vielleicht noch was einsammeln. In der Zwischenzeit looten wir einfach die gesamte Map weg. Ist aber vielleicht auch besser so, wenn die ganzen Gegner weg sind. Die ganzen anderen Gegner, weil dann können wir uns wirklich nur auf die Ziele konzentrieren und wir haben ja die Map auch komplett offen. Ich denke, so verkehrt dürfte es nicht gewesen sein. Allerdings müssen wir die Zeit jetzt irgendwie überbrücken. Dass man ein Ahornbrett nochmal gekriegt von der Kiste. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ups, da. Geht kaputt. Danke. Aber mich jetzt auch das hier stört. Ist das jetzt ein Rätsel oder was ist das? Oh, man kann die nur einmal bewegen. Oh, da habe ich gefailt. Oh, es wird Nacht. Langsam. Wurde jetzt schon ein bisschen dunkler. Ja. Überall so Bombsachen, ey. So. Gleich dürfte es Nacht sein. Und dann haben wir hier die Gegner. Bin mal gespannt, wie viele es tatsächlich sind, die wir besiegen müssen. Ja, komm, wir müssen in Bewegung bleiben. Los, wird dunkler. Los, los, los. Da sind sie. Oh Gott, wie viele Gegner spawnen. Wow, wow. Aha. Das ist also der
Gegner spawnen Grund. Das heißt, wenn es dunkel wird oder wenn sich der Tag-Nacht ändert, spawnen Gegner nach. Anscheinend. So hat es den Anschein aktuell. Wobei auch wieder verbleibende Ziele 0 steht und es ist aber Nacht. Oder man sieht die Gegner halt einfach nicht. Die Vampire. Und wir müssen halt eben die hier töten. Boah, der hält viel aus. Krass. Würde ich sagen, werden wir auf jeden Fall alle Gegner... Ah! Oh Gott, wie viele sind gespawnt. Oh la la, ein hilfloses, unschuldiges, kleines Püppchen. Was für eine süße Überraschung. Komm her, meine Kleine, hab keine Angst. Lass mich dich von deinen Qualen befreien. Ja, genau, da ist er schon. Zu sehen, oh, mehrere, 2 Stück sogar. Passt schon, aber danke. Ja, ich stehe blöd, glaube ich. Ich sollte hier hinlaufen. Die sind abgehauen. Da ist er. Der war jetzt nicht so schwer, der erste. Das Gute ist, dass ich nicht umzingelt werde. Gerade. Sondern eher mein Wolf, das ist besser. Komm. Jawohl, Mission abgeschlossen. Das Wahnsinn. Jetzt haben wir hier natürlich noch andere Gegner. Ganz klar. Können aber hier getrost unten Level up. Nice. Können hier getrost jetzt aufhören? Weiter die Gegner wegzuschnetzeln. Der Backporter war hier drüben. Da ist er. Nice. Da haben wir nochmal ein bisschen was gelernt. Dass mit dem Tag-Nacht-Wechsel zum Beispiel. Dass dann Gegner spawnen. Vielleicht war es nur hier. Werden wir mal vielleicht nochmal feststellen irgendwo. Da haben wir die 2 Vampire noch gekillt. Nice. Ab in die Taverne. Chin Bescheid sagen. Oder beziehungsweise erstmal dem Wissenschaftler wegen der Erde. Die wir noch gemacht haben, die Mission. Hallo, Herr Wissenschaftler, ich habe deine Proben. Zeig mal her, kriege ich jetzt meine Belohnung? 500 Gold und ein Kraftkristall again. So, hast du noch eine Quest? Ja. Ja, eine Bar ist genau das Richtige dafür. Ah, okay. Er sagt immer das Gleiche. Hier sind wir wieder in Dragonfin Soup, nachdem das Spiel hängen geblieben ist. So, jetzt geben wir die Proben natürlich nochmal ab. So, kommt das gleiche Ergebnis. Ich hoffe, es passiert nicht wieder. War ganz komisch, irgendwie hat das Spiel halt nicht mehr funktioniert. Und hier sind wir nochmal. In der Taverne. Wir geben die Quest einfach nur ab, wir reden nicht nochmal mit ihm. Vielleicht ist die Quest hier gebuggt. Hoffentlich. Dass es nicht nochmal hängen bleibt, wenn wir jetzt mit Jin sprechen. Schauen wir mal. So, her mit all meinem Gold, etc., etc. Was kriegen wir denn? 1200 und ein Kraftkristall. Ich werde jetzt speichern nochmal. Kein Bock, dass es nochmal hängen bleibt. So, der Jin. Du kommst genau pünktlich, Robin. Gerade eben ist eine Eule mit einer eiligen, Anfrage eingetroffen. Irgendein Händler wurde in der Vanillewüste angegriffen. Er war dort gestrandet und wurde all seiner Waren beraubt. Mehr Infos habe ich leider nicht, die Nachricht war sehr kurz. Ich habe die Koordinaten auf deine Karte eingezeichnet. Bitte sieh nach, wie du ihm helfen kannst. Ich bin schon dran. Sehr gut, also scheint wirklich nur die eine Mission beim Wissenschaftler gebuggt zu sein. Dass das Spiel hängen bleibt. Krass. So, alter Friedhof, braucht man nicht. Hier ist er. Die Vanillewüste. Und ein Encounter. Wer will wieder mal versuchen, uns Geld wegzunehmen? Und bezahlt dafür mit seinem Leben? Ja, schon wieder. Lass mich vorbei. Etc., etc. Ein kleiner Goblin, ey. Komm her. Du willst 4000 Gold, Digga? Da bist du blöd. Hart arbeitendes Geld hier. Danke, dass du mir Leben gibst. Und kaputt. Was bist du für einer? Oh shit. Naja, ich, mit dir will ich nicht reden. Nee, ich will hier von der Bombe weg. Bam. Hat funktioniert. Auf
Die Bomben muss man richtig mies aufpassen, Alter, weil die können einen einfach umhauen. So, das war's. Okay, machen natürlich mit der Reise weiter. Speichern aber gleich nochmal. Ja, die Bombe, glaube ich, tötet einen direkt oder macht so viel Schaden, dass man eigentlich fast tot ist. Oh, die Mucke. Geil. Hier in der Wüste. Oh. Bist du der Händler, der unsere Hilfe braucht? Ja, ja. Oh, zum Glück bist du endlich hier. Bitte lass uns keine Zeit verlieren. Die Hitze schadet den Waren. In Ordnung. Wie kann ich, oh Gott, wie kann ich denn helfen? Mir wurde gesagt, ja, dass man dich ausgeraubt hat. Ausgeraubt? Ja, doch die Diebe wurden von einer Horde Mumien angegriffen und sind davongelaufen. Und haben dabei meine Waren an alle möglichen Orte verstreut. Ich habe versucht, alles einzusammeln. Doch es gibt da diese Sandwürmer und andere üble Gestalten. Verstanden, mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich darum. Du musst bitte 7 Kisten für mich finden. Bitte beeile dich. Ist so gut wie erledigt. Erstmal safen. Zack. So, da haben wir schon mal 1. Ich laufe direkt in eine Falle rein, weil es halt da liegt. Da haben wir direkt einen neuen Gegner. Oh, oh, oh. Okay, ich merke schon. Wüste ist jetzt nicht so ein einfacher Ort, wie gedacht. Und zwar haben uns nämlich die Kakteen angegriffen beim Vorbeilaufen. Das ist natürlich... Okay. Oh, hier läuft irgendwo noch ein Typ rum anscheinend, der ein bisschen Schaden macht. Das war ein gewisser Rim. Dann schnetzt da richtig alles kaputt hier. Alter. Was ist denn da los, ey? Wo ist der denn? Ja, richtig Action. Da haben wir eine Mumie. Na gut, bleiben wir erstmal hier oben. Gehen hier nach rechts. Oh, was bist du denn? Ein fliegendes Auge, Alter, nice. Der weiß Bescheid, Alter. So, wieder ein Questgegenstand. Wie viele Etagen gibt es hier? Eine, okay. Hier haben wir wieder so ein, die Steine, die man nur einmal bewegen kann. Anscheinend nur einmal. Ey, die haben doch irgendwas zu bedeuten, oder? Da komme ich jetzt nicht durch. Oh Mann, ey. Ach nee, oder? Alter! Ihr kriegt's mit, oder? Alter Schwede, wo ist der denn? Der soll mal aufhören, damit mein Loot hier, meine Erfahrungspunkte hier zu rippen. Der Typ. Wer immer das ist. Das war einer, der Spaß dran hat. Ah, hier unten. Ist er? Helf mir mal ganz schnell. Ich bin ein Held, ich weiß tatsächlich. Ja, auch ein random Typ einfach hier, der. Hat auch die Gegner erledigt. Krass. Ja, ich halt. Ja, passt schon. Krass, ey, der Vogel. Der rennt halt wirklich rum und killt die Monster hier, ne? Krasser Typ. Ja, komm, greif die Flieger an. So, erstmal noch ein Rezept gefunden. Dementsprechend wird gespeichert. Ah, hier haben wir ein Rätsel. Sind die auch exakt 5 Felder? 1, 2, 5, okay. Kann man ja easy selbst machen hier. Und noch einen rumbekommen. Speichern. Oh Gott, wir sind jetzt an vielen Sachen einfach vorbeigerannt, ne? Weil ich den Typen halt einfach finden wollte. Da mein... Oh Gott. Alter. Da meine Monster killt. Komm her, Mumie. Komm her. Oh, bewegungsunfähig. Och, nö. Oh, ich schalte das mal weg.
Kann man jetzt wieder? Nee. Jetzt kann man wieder. Glaube ich mal aussaugen. Bei dem Vieh. Alter. Gehört sich das krank an in meinen Ohren. So, was kann man hier denn machen? Erstmal Questgegenstand. Ich glaube, die Steine hier bringen nichts, oder? Doch, wobei man kann hier rein. Ja, muss ich runterschieben, sonst komme ich. Ja, man kann die wirklich nur einmal bewegen. Krass. Gut, dann ignoriere ich das. Ich sehe schon. Oh, so viele Items hier. Shit.